Hallo, guten Morgen. Jetzt geht's gleich los ins Trainingslager. Aber erstmal Bernd abholen, ne? Angekommen. Nein, ich habe noch keine Öffnungszeit. Mein Name ist Oskar und ich habe noch keine. Ja, Oskar, Daniel ist jetzt der neue Kumpel. Gut, dass ich eine Katzenhaarallergie habe, ne? Hab ich doch selber. Ja? Darum gab es erst Meerschweine auf dem Balkon. Ich habe natürlich meine Tasse vergessen. Aber dann haben wir gleich eine für die Frau geholt. Ich habe so 30 Liter pro Nase. Ja,
Das dritte Mal fahre ich ihm, ja. Wie Oskar, wir sind wie Oskar. Geburtstagskind. Hallo. Humpi. Geburtstagskind. Humpi. Alles Gute zum Geburtstag. Nee, dass der Mütze ganz an sich aus. Dann kann ich nur nicht richtig laufen, sondern auch nicht richtig sehen. Komm hier durch mit deiner Kugel. Ach so, okay, das ist ja gut. Ja, komm mal raus. Ja. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, Dicky. Alles Gute zum Geburtstag. Mit 8 Jahren prognostiziert? Dass ich ein guter Stasi-Offizier geworden wäre. Ein geiles Lob, ne? Mit 8. Mit 8, das ist nicht schlecht. Weil Anja weiß alles, bevor es passiert. Bevor du dir diesen Spike hast. Mit 11 und nicht mit 8. Naja, aber wenn ich es erzähle, mit 8 ist es besser. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back.
feel so you move slow when I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. Schmeckt das gut? Ja, eine andere Freundin hat sich dann den heißen Tee genommen und sich eine Schubikippe. Kuchen rausmachen bitte. Das ist, sind zwei Halbes zusammen ein Ganzes. Ich wollte eins haben. Guck mal, Falk hat auch schon gelernt. Lange genug mit Bären zusammen. Ja, dann hau auf. Hey, 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 guck mal, die beiden werden heute wie der Teufel oben auf der Wolke, der die Pfannkuchen geklaut hat. Das Teufelchen, ja. Aber wie heißt denn der bei? Sag mal, schmeckt Ulrich. Ich auch angerufen. Oh, Roberto. Hast du überhaupt verstanden, was da steht? Ja, den guck mal. Ja. Sie muss erraten werden, ja. Bernd? Warte. Da muss ich vorher schon die Antwort Hallo, überlegen. Herr Witte. 3, 2, 1, ab! Jeder guckt bei irgendjemandem nach, nicht, dass sie beschummelt wird. Ja, 4. Schon verkackt. Das weißt du doch gar nicht. Ich kann doch dann immer noch interpolieren. Nee. Ey, natürlich. Ich kann das hier. Ah, lenk mich nicht ab. Verstehst du? Gibt's aber nicht. So, ich warte. Hase, du machst. Alles falsch. Alles falsch. Da macht man hier. Du. Oh Mann. Gibst dir gar keine richtige Mühe. Wenn hier fünf Buchstaben sind, ist alles geworden. Wir trainieren Mittwoch. Ja, trotzdem. Von Disney. Hier, aber alles, was ich habe. Das ist König Schubulla mit 44 zwischen den Eiern vom Donner, von der heiligen Riesenschlange. Früher war es immer der Donnervogel, aber eigentlich ist es die heilige Riesenschlange. Im roten Zentrum von Australien. Der ist er. Ja.
nicht mehr mit dem Schizo. Flipper Leitner. Ab ins Wasser, mein Schatz. So, Schüler der ersten Klasse, der Kleine. Heute geht's um Seepferdchen. Du schwimmst jetzt mit Poolboy. Wo ist denn dein Poolboy? Hab ich schon da. Okay. Und hier auf der Außenbahn bitte. Einfach entspannt und versuchst gut zu schwimmen. Sehr gut. Was ich sagen soll, ist ganz einfach. Ich bin froh, dass ich mir mal nicht meinen eigenen Trainingsplan ausdenken muss. Aber schön, dass du relativ gut vorankommst. Ne? Ja, hat sich der Fleiß bezahlt gemacht. Es ist immer schön, wenn sich so Wasser locker anfühlt. Thank you.
Die Reinigungskraft kommt gleich. Ja, ich muss noch aufreißen. Und scheint morgen die Sonne nicht. Schön halten, Bernd. Yeah, easy peasy. Ich glaube, Annahme gibt als nächstes auf. Na, die beiden schwitzen ja noch nicht mal. Mit Wasser hier ein paar Tropfen aufs Shirt machen. Weißt du, das Problem ist, wenn sie nicht schwitzt, zeigt das, sagt das nur, dass sie nicht so gut trainiert ist. Ja. Ah. Weil die, die trainiert sind, die schwitzt sie ja sofort. Das ist wie beim Spinning, wo sie mit 50% fehlen. Aber auch die anderen schwitzen. Ja, ich hab aufgegeben. Sag doch mal, warum du aufgegeben hast. Weil ich eine schlappe Titte bin. Genau. Das ist korrekt. Das ist der ausgeruhteste. Er hat nämlich bis 8:30 geschlafen und bis 10:05 gegessen.
Wie garstig, ne? Ja, auf jeden Fall kacke. Dann kannst du morgen gewinnen beim Schwimmen, Anja. Kannst morgen gewinnen beim Schwimmen. Oh. Roberto! Wir müssen deine Arme auch noch kaputt machen. Aber bei Roberto kommt jetzt langsam der Rumpf. Jetzt ist Sven erst warm. Ich glaube, der macht noch eine Stunde. Jetzt hat sich das geendet, das Blatt. Jetzt hat er... Ja? Okay. Das nächste Level auch auf rechts, aber der Arsch geht runter zum Fersen. Kann sein, dass ihr relativ schnell aufgeht, weil ihr nicht wieder umkippt. Könnte sein, das musst du drauf haben. Auch wenn ihr umkippt. Yeah, wir sind über 32 Minuten. Sven, glaube ich. So alt wie Sven ist kaum jemand. Robert, wie alt bist du, Tag Anne? Habe ich vergessen. Gerade 80. Also Ende der nächsten Woche geht Sven auf die 40 zu. Noch ist er 29, wenn ich meine Höhe. Ah, komm, hast du aber. Aber auch sehr okay, stark. Pass auf, jetzt kommt die Challenge. Zieh mal den Arsch runter. Den Arsch runter auf die Ferse. Und dann wieder hochkommen. Guck mal, jetzt ist er warm. Ja. Machine. Ja, komm mal. Ja. Wenn er unten bleiben muss, wird es schön bleiben. Die Spitze ist aber ganz schön. Jawohl, jawohl, Sven, jawohl. Jetzt Beifall. Yeah, wir haben's. 10. Super! Hier haben wir die Orange Blue Gruppe. Yeah. Die Seniorengruppe. Ja. Hier die Ü40er. Yes. Voller Start. Hier kommt die Gruppe Ich renne in einer Woche auf die 40 zu. Und er hat heute den Sport wieder für sich entdeckt, oder? Ja. Oder Sport. Willst du noch Künstler bleiben? Beides. Das kann man, glaube ich, gut verbinden. Ja? Ja. Was ist denn deine Hauptkunst, die du zurzeit beherrschst? Die Regenerationsphase. Ja? Ja. Das ist eine Kunstform? Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig in der Leistungsentwicklung. Ja. Und man hat mir gesagt, du bist so extrem in all dem, was du tust. Ja. Also extrem laufen, extrem Radfahren. Ja, manchmal. Und zurzeit hast du schon sehr lange, also wir schwenken mal zu Iris. Iris ist extrem, weil sie läuft jeden Tag. Seit jetzt bald 500 Tagen, am 20. oder 21. April. Und du bist, also das hat noch keiner auf der Welt geschafft, ein Vierteljahr extrem auf der Couch, habe ich gehört. Ja, aber es muss auch Menschen wie mich geben, wenn es Menschen gibt wie Iris. Genau. Sonst würde es nicht genug Laufschuhe auf der Welt geben. Du bist auch toll, Sven, so wie du bist. Danke, ne? Danke, bitte, Bernd. Bitte. Thank you.
schön zurück und die Schulter auf den Boden. Die Schultern auf den Boden? Ja, so ein bisschen auf den Boden drücken. Achso, Richtung Boden. Richtung Boden, genau. Ben, mach mal Wuff. Das rechte Bein einmal heben. Gassi? Also jetzt wäre schön, wenn du da mal was raus... Also kannst du mal rektal sprechen? Hallo Daniel. Deine Smileys. Okay, the winner, Champion. Der Champion, ja, das kommt mir bekannt vor. Geh nochmal mit dem Oberkörper und gerade Hüfte nach unten. Sven, hast du gehört, Champion? Sehr wohl, Maestro. So. Einfacher aus, wie es ist. Zum leichten Pendeln kannst du vielleicht, dass du den Rhythmus aufmachst. Du musst den Rhythmus trotzdem pendeln, auf Uhr zum Beispiel. Dann hast du ja drauf. Ich brauch schon, ey. Das ist ja scheiße klar. Na, das ist nur unterbrochen. Das ist nur unterbrochen. Jetzt muss ich erstmal das Ding von oben zurückholen. Nee, eine Runde rum, vielleicht morgen noch mal probieren. Okay. Aber unterbrochen für heute. So, jetzt kommt unser Profi. Hast du gemacht? Ich finde so, warte, jetzt, der Koch, jetzt kommt der Koch, die Geheimwaffe. Ich hab doch schon mal. Die Geheimwaffe. Nee, das gibt's nicht. Ich hab hier schlaffe Titten. Sven? Willst du nochmal? Jetzt kommt die Geheimwaffe. Sven hat den Sportler wieder in sich. Äffchen. Nehmen heute nicht. Irrest du? Aber trotzdem sind die Dinger scheiße glatt. Also, wenn du anfängst mit Schwitzen, dann wird das bei den Tagen. Also willst du mal versuchen, ein Ding zu treffen? Nee, wir sind schon mal alle dran. Willst du mal kommen, Hase? Du hast doch so immer so. Komm, so ein bisschen. Guck mal. Ist ganz trocken. Ja, ich mag das Gefühl nicht. Hase, komm, das ist ganz trocken. Sollen wir vielleicht wirklich noch kurz desinfizieren? Ist kein Problem. Geh, pass auf jetzt. Anja macht jetzt eine Doppelrunde. Was soll ich denn machen? Na, ins Loch rein. Woanders hin. Ich glaube, ich kann mich nicht mal hochziehen. Dann machst du mit langen Armen. Ist egal. Geh mit rechts ins rechte Loch. Mit einem Arm halten. Das war gut, Hase, es war am besten von allen.
ja. Na, dann hängst du, dann hängst du. Das kann ich auch nicht. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast, then you learn how to beat them. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, no, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off on a mindless topic, yeah. If I ever care, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep my face, no way you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous?
Joker. Das heißt, irgendwer von uns muss es irgendwer überhaupt schaffen, damit wir eine Chance haben. Weil wenn die dreimal beim ersten Stock verkacken, haben wir schon mal eine Chance. Das sind echte Pfeifen. Ja, ich kann nicht. Also Anja. So. Wer von uns ist mutig oder leichtsinnig? Alter. Ihr wisst genau, es geht um was. Wladimir. Wisst ihr, dass Zelensky ein Komiker war? Der macht das echt gut dafür jetzt. Ein Schauspieler, ne? Ne, und Komiker. Sowas wie Atze Schulde war der. Ne, das ist auch gut.
Nee, ich, wie ist die untersten? Nee. Das heißt, das Ding ist ja, ich muss noch zwei. Ist dir warm? Ist ja wie die 100.000 Mark schon mit dem heißen Draht. Hat bewegt, ich bin raus. Ah, der hat bewegt, ich lasse ihn drauf liegen. Ich brauchte den ja gar nicht wegnehmen. So, der nächste. Deswegen, möchtest du? Nee, alles gut. Ich dachte, hier war es für dich gesehen. Ja, ich bin dafür. Er hat schon eine Möglichkeit, hat er. Schnell sein wie eine Katze. Ich nehme einfach mal den. Es wackelt zwar, aber egal. Versuch. Ist gut. Ah! Top! Ja, du brauchst noch zwei. Ah, jetzt hat es gewackelt. Ja? Okay. Das ist nicht schlimm. Wir hätten sowieso noch zwei gebraucht. Aber ein. Guck mal, wir sind die, die. Anja hat was gesehen. Anja hat was gesehen. Die kleine Ratte. Jetzt sind sie hier alle unterwegs. Wir sehen es relativ, ne? Weg. Sich was bewegt. Jetzt können wir nur noch was falsch machen. Aber Roberto, so spät noch einen Fehler machen. Krasser Typ, aber du musst noch einen zweiten machen. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch. War das jetzt das Härteste heute, Roberto? Nee. Ich bin tiefenentspannt. Aber du bist so rot wie bei keiner Sportart sonst. Ich werde immer sehr schnell rot. Das ist mein Geheimnis. Roberto ist raus. Aber er hat ihn weggenommen. Ich habe nichts gehört. So, ich habe zwei in der Hand, das reicht. Das war der erste der drei. Ja, ich weiß, wurde. Aber der hat immer auf der anderen Seite sonst gewackelt. Roberto, da sind zwei Schweißflecke, wie kommt denn das? Ich
ist jetzt natürlich sowas wie ein Elfmeter, wenn sie den rausholt. Alter, das ist nicht schlecht für Team Anja. Da tut sie sich selber in Gefallen. Okay, wir sind wieder dran. Ich. Hier, guckt euch mal den Buddha an aus Neapel. Den Buddha. Anja, guck grad, Alter. Du kannst drei wegnehmen. Ich habe kein Talent, das hat schon gewackelt. Hat schon? Ja. Ach, okay. Verrate ich doch nicht, ich habe keine gesehen. Ja? Okay, die zweite Gang, die hat noch ein Leben. Sven ist der letzte Überlebende. Das kann sein, dass wir jetzt den dritten Platz gleich haben, Sven. Mhm. Kann aber auch sein, dass wir es noch nicht wissen. Und dann passt es, weil dann haben wir ja zwei. Na, bei euch sind noch zwei im Rennen oder eine? Ihr seid beide noch im Rennen. Das ist scheiße. Hier, aufpassen. Wir müssen gleich Platz 3 feiern. Wir feiern. Damit können wir schon unseren zweiten Platz machen. Super. Wir sind gleich Zweiter. Weil Sven verkackt das gerade, pass auf. Wenn er das verkackt, sind wir Zweiter. Sicher. Dann kämpfen wir sogar noch um den Sieg. Schalalala. Hat er nichts gewackelt? Nein. Sehr gut, Sven. Uiuiui. Ich hatte nie zwei Sven. Sven kann, ne, das, wenn er den Hauch spürt, wie er würde verlieren, dann, das hat er heute gebraucht, dass er Zweiter wird. Schalalala. Zweiter Platz. Also, aber gibt ja Dritter, Sven. Nicht schlecht. Nein, es geht nicht um die Stöcke. Wir müssen in der 3 ziehen. Jedes Mal 3, um weiterzukommen. Wer ist noch in deinem Team? Der da draußen wäre besser gewesen. Hier ist? Sehr gut. Geht es jetzt noch weiter? Nee, geht noch weiter. Schöner dritter Platz. So, die Dritten gehen noch erleben. Die Dritten gehen aber hier weg. Jetzt ist Falk dran, weil du hast ja eben schon gezogen. Jetzt ist Falk dran, sonst ziehst du ja den ganzen Tag. Und dann ist Daniel dran. Daniel hat noch nicht gezogen. Ja, Daniel ist dann noch dran. Von ihr habt noch zwei. Das ist richtig. We have one. Ja, yeah, und we have three. Once more three. We have six. I am the Joker, if you know what I mean. Ja. The Canadian Joker. Was, hat er gewackelt? Ja. Okay, Daniel. 3. Hey, das ist ganz leicht. Ah, wir können schon mal abklatschen. Für den ersten. Genau. Das machen wir gleich. Ne? Nur noch zwei. Komm, ein für Amelie und ein für Monique. Jetzt werden wir mal ein bisschen romantisch hier. Alter, wir brauchen nur einen. Guck mal, ihm fehlt ja die Daumenkuppe. Der kann gar nicht greifen. Der Arme. Yes, einer noch. Und dann haben wir die Siegeschance, weil Anja ist jetzt richtig fertig. Alter, Alter. Yes, wir haben eine Chance. Wir haben eine Chance. So, komm hier. Wer ist der Joker? Sag nochmal. Ich bin der Joker. Wollt ihr nochmal abklatschen? Also das schlechteste Mikado-Team ist das Siegerteam. Ne? Die haben nur eine mehr zu ziehen. Aber das ist die Frage, ob das ist. Ralf, willst du auch noch was sagen? Der liegt zu weit oben drauf. Ich würde den Grünen nehmen. Komm, hier, du kannst wieder filmen, das dauert eine Weile. Du bist schon schlau, dass du ins Siegerteam bekommst. Du hattest ja auch eh keine Wahl. Also Sieger oder Sieger, du bist das Wir sind alle Sieger. Ja, genau. Ditsche und Hochhol. Aber Ditschen ist nicht. Der liegt nicht auf. Dann drückst du den anderen runter. Das ist eine Wechsel. Ditschen habe ich auch festgestellt. Ditschen habe ich auch gedacht. Ja. Also einfach hochheben. Versuchen. Als nächstes so hochheben. Auch die Kraft. Alles ein bisschen verbogen, ne?
aber nicht so hochheben. Wenn du ihn so richtig greifen kannst, kann es sein. Ansonsten ist das ist ein Hightech, aber nicht diese Verbindung. Ich weiß nicht, wie du dich besser fühlst. So? Ja, weil so, also das kann ich nicht mehr kontrollieren. Ach so. Ich muss es mal testen. Ja. Ansonsten, Daniel, guck dir schon mal die nächsten drei aus. Nur für den Fall. Diese Hand kann ich schnell, also vielleicht so und so, aber sobald ich Kontakt mache, glaube ich, mache ich schon, das ist die Frage. Wenn du dich besser fühlst, dann versuchst du. Wenn du vorsichtig Kontakt herstellst, geht es ja. An der Stelle hat er den ersten Kontakt. So, und wenn es klappt, dann klappt es. Was meinst du, Ralf? Ja, das ist doch gut. Komm, denk, es ist Lati. Komm, Lati, Hase. Da krieg ich das hin, ist doch klar. Der linke große Finger, der platziert dann gleich. Ich hab doch nicht. Ja, Falk, du bist vielleicht immer dran. Warte. Jetzt, Daniel, müssen wir wieder drei. Jetzt sind wir wieder dran. Warum macht Daniel jetzt wieder? Na, weil nur noch er lebt. Daniel lebt nur noch. Achso, er ist der Spieler noch. Alter, er ist raus. Ja, genau. Ja, aber Daniel ist der Einzige, der noch im Geschäft ist. Und bei euch ist er noch ein Mensch. Ja. Jetzt drei machen muss. Yes, nur noch zwei da. Wir kommen wieder für alle die ein und ein für Moni. Und Iris. Roberto. Und ab auf die Siegerehrung. Ich? Ne? Okay. Nicht ein Jupp. Das ist der dritte Pokal. Herzlichen Glückwunsch. Hervorragend. Wir sehen hier wieder die Serie Up Sendown. Moment. Einmal den Pokal. Für eure Enkelkinder. Bitte sehr. Ja! Und jetzt noch mal ein kurzes Interview. Haben Sie damit gerechnet heute? So erfolgreich zu sein. Überhaupt nicht. Also, kann ich das Mikro kurz mal halten, bitte? Also, überhaupt nicht. Wie war der Morgen? Haben Sie lange geschlafen? Ja. Ja. Eigentlich habe ich mich sehr gut gefühlt heute Morgen. Gut vorbereitet. Gut vorbereitet. Ja? Ich hätte mir nicht vorstellen können, heute Abend so ein Ding hier abzuliefern. Ja, super, super. Okay, danke schön. Na, Moment. Sie, von wo sind Sie jetzt angereist? Ist weit, oder? Ja, sehr weit. Ja, okay. Und wie haben Sie sich gefühlt heute? Haben Sie gefrühstückt? Ja, natürlich. Ja, und dann, was haben Sie dann gemacht? Waren Sie heute schon laufen? Ja. Wie lange laufen Sie schon? Seit wie vielen Tagen? Da sage ich nein, Sie, nicht. Wann haben Sie angefangen zu laufen? Vor wie vielen Jahren? Vor 3 Jahren. Okay. Mhm. Okay. Und wie viel Zeit von den 3 Jahren sind Sie hintereinander jeden Tag gelaufen? Nicht ganz 500 Tage. Also nicht mal die Hälfte. Ist ziemlich schlapp. So, zu Ihnen. Sie... Haben Sie heute früh damit gerechnet, heute Abend noch den dritten Platz zu erreichen? Also mindestens dritter Platz hätte drin sein müssen und ist ja auch geworden. Ja, okay. Also wo kommen Sie dann her, dass Sie so reden, sagen Sie mal?
Also das ist ja den Ursprung, den jetzigen Wohnort oder den Zwischenwohnort? Ja, also Lübeck, also der meisten, Sie aus dem Westen. Sie hatten hohe Erwartungen, höre ich. Ja, okay. Gut, Sie sind ja auch als, was haben Sie denn auf Usedom für eine Platzierung erreicht damals? In Zinnowitz. Ja, das ist auch, Extreme Coast Race, das erste Jahr den ersten Platz, das zweite Jahr den vierten Platz. Okay, also macht ungefähr Dritter. Das passt zu Ihnen. Das passt, ja. Gut. Also herzlichen Glückwunsch, unsere Siegergabe. So, feiern, feiern. Anne, das Stotter-Team. Anne, komm nochmal vor. Wir gehen jetzt darauf, wir haben den dritten Platz. Den zweiten. Komm hier. Falki? Gewinn. Kameramann? Respekt. I'm sorry. Komm, wir rahmen die mit uns ein. Und zwar verdient. Nimm doch mal den kleinen Daniel in die Mitte. Wollen wir unter die Mecklenburg fahren? Ja, deswegen haben wir es eigentlich viel schöner, ne? Na, weil das nur wegen Norddeutsch, Hamburg. Ja, die stand aber noch weiter nach. Wir bleiben hier. Schluss mit diskutieren. Komm, wir nehmen hier eine Frau in den Arm. Dann. Und der zweite Platz geht an Team Anne. Yes. Sehr gut. Danke. Oh, ich knack schon. Das war's. So, heute gibt es ja noch einen zweiten Platz. Für den Super Joker, für die Supersportlerin, die ohne sportliche Ambition hierher gekommen ist. Dafür gibt es einen Hauptpreis. Egal welchen Preis oder Platz sie heute gemacht hätte. So, die Interviews führen wir mit uns selbst. Das war ziemlich geil heute, was wir gemacht haben. Und wir begrüßen das Siegerteam des ersten Lindo-Pokals. Der erste Sieg 2022. Team Anja, Anja, Ralf und Falk. Zusammen sind sie keine 150 Jahre alt. Sicher? Ja. Naja, nicht ganz sicher. Ist nicht ganz, ihr seid. 56 plus? 60. Oh, 116. 59 noch. 100. Das ist mehr. Also, das ist doch, mehr. Reicht 100, nee, reicht nicht. Nee, ihr seid 152. 146, wir sind älter als 50. Ja, älter als 50. Ja. Ich habe euch aber jünger gemacht. Danke. So, erster Preis. Nice. Yes, der erste Preis. Dieser wunderschöne Pokal eines Lindower Schafes geht an Frau Anja Wittwer. Die Farbe Rosa für Falk. Die Farbe Küken. Erster Platz, Ralf. Dankeschön. Ralf hat sich auch echt angestrengt. Ja. So, da sind wir nochmal hier bei den Siegern. So, Sie sind ja jetzt hier heute im Trainingslager noch. Morgen geht es noch weiter. Was haben Sie morgen vor? Ja, also morgen möchte ich auf jeden Fall nochmal schwimmen, weil ich habe so professionelle Anleitungen, da kann ich nicht im Bett liegen bleiben. Das war so geil. Ja? Ja, okay. Sie, was haben Sie heute noch vor? Sauna oder? Saufen bis zum Umfallen. Okay, korrekt. Ich schließe mich mal noch Na, Dicker? Okay, wir lassen heute richtig eine Sauna raus. Also, das war der erste Lindo-Pokal. Die Zuschauer und anderen Platzierten sind richtig bei der Sache. Können wir nochmal hin? Hey! Die pennt schon alle. Natürlich. Alter, vorhin war auch ihr Bad alle in der Sauna. So, Daniel. Ein Bild von morgen. Hier wurde mit vollem Körpereinsatz. Daniel, du darfst jetzt bitte mal was sagen fürs Video. 3, 4 jetzt. Tschüss. Ja, danke, ihr habt gelacht. Lindorf. Pass auf, jeder macht ein Wort. Wir fangen an auf Anja. Lindorf zum Beispiel. Ab jetzt, jeder macht hintereinander ein Wort. Brandenburg. Alle zusammen. Also nochmal. Jeder macht ein Wort und das wiederholt die ganze Gruppe dreimal. Brandenburg. Currywurst. Schwimmhalle.
Saufen! 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 Schwerin! 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 Wir fahren nach Schwerin! Sven. Niedersachsen. 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 Anne. Nee. Achso, die Anne. Sisu. 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 Schokolade. 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 Sauna. Sauna, 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 Sauna. Spreewaldgurke. Spreewaldgurke, Spreewaldgurke, Spreewaldgurke. Yeah. Und alle winken so rein. Vorbeigehen und reinwinken, Alter. Vorbeigehen und reinwinken. Anja! Anja! Mach die Kamera aus. Das kannst du jetzt mit Hand sauen. Ja. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's name, call the shoppers. Sick of hearing everyone complain when they're thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. Ist okay. Ist okay for me. Hey, Liebe. Hey. 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 Da ist sie. Hat jemand ein Handtuch für mich? Nee, ne? Instruktor. Svenny, es geht los. Komm, du brauchst dir keinen Widerstand einstellen. Nein. Komm, wir bringen dich jetzt zum Telefon. Kannst du dein Telefon auch mitnehmen? Komm. Nein. Komm. Ich lasse das hier. Okay. Und wir stehen auf. Wir nehmen das linke Fußlein hier runter. Nee, komm. Ich möchte nicht. Komm. Anne, ruf mal deinen Schatz, bitte. Geht's dir nicht gut? Was hast du denn? Kopfschmerzen. Oh. Ja, ist ganz heiß. Oh. Ja. Hast du nicht gut geschlafen? Nee, ich musste so früh aufstehen. Mach mal Pause. Ja. Okay. Ich hab gerade eine Tablette genommen.
Okay. Also Sven kommt nach, er gibt uns Vorsprung. Er braucht mal eine Pause. Versucht euch mal in die Beine reinzuspüren und ihr könnt euch reinfallen lassen. Und der Oberkörper ist ganz entspannt. Also versucht nicht. Ja? Das ist die Musik. Die Musik ist in den Beinen. Auch Herr Blanco macht bitte mit. Das sind deine Negrinwurzeln, Roberto. Ich muss den Widerstand höher stellen. Wenn wir ein Negativbild von dir machen, haut das wieder hin mit Blanco. Stimmt. Im Schnee kann ich mich tarnen, da lege ich mich nackt rein und bin unsichtbar. Im Hochsommer. Da bist du aber rot, ne? Nein. Und wir setzen uns einmal. Natürlich bin ich am Rot. Zusammen. Yeah. Da geht was. Da geht was. Ich glaube, die lernen sich hier kennen. Hoch, Anne. Tief, 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 tief.
zählen mal die Schweißperlen. 31, 32, 117 Schweißperlen. Auf einer Seite. Auf einer Seite. Was für die Ärmchen. Tief, hoch. Tief, 2, 3, 4, 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 hoch. Letzte 2, 3, 4, oben bleiben. Tief, tief, tief. Der Gitarrist kommt. Und wir setzen uns einmal Widerstand raus. Locker die Beine sind klein lassen. Anne, für dich ist das gar nichts, ne? Ja. Sind das andere ganz schöne Pfeifen, oder? Genau. Du machst eine super Performance. Lächeln, Ralf. Yeah. Immer. Für die Sonne. Tief, tief. Vierer Welle. Yeah. Eins, zwei, drei. Ich freu mich. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins. 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 Und mitmachen.
besten sieht Anne aus, also Anne. Nicht die, sondern Anne. Ich kann meinen Widerstand, der nicht vorhanden ist. Ende Trainingsschlag. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mit dem hier oben hast du diese Zehen. Ja. Und da machst du das entweder so weg. Nein, außen einpflanzen. Ja. 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 Ja.